Ja, es ist das Jahr der Gedenken und es gibt so Tage, an die erinnert sich eigentlich jeder, der erwachsen genug war, um sich daran erinnern zu können. So war es auch mit dem 9. November 1989, dem Mauerfall. Und darum geht es heute indirekt in zwei Anträgen von CDU, CSU, SPD auf der einen Seite und FDP, nämlich um die Würdigung der Geschehnisse im Herbst 1989, als mutige Menschen gegen alle Widerstände und unter Lebensgefahr auf die Straße gingen und am Ende tatsächlich die Mauer ohne einen einzigen Schuss zum Einsturz gebracht haben. Um Gerechtigkeit und Anerkennung der Opfer der SED, darum geht es auch in diesen Anträgen. Und darüber will ich mich jetzt unterhalten mit meinen beiden heutigen Gesprächsgästen. Ich begrüße Christian Hirte. Er ist der Bundesbeauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer und gleichzeitig parlamentarischer Staatssekretär beim Wirtschaftsminister. Und ich begrüße Matthias Höhn. Er ist der Beauftragte für die neuen Bundesländer bei der Linksfraktion. So ist es richtig. Hört, ich fange mal an. Sie waren, glaube ich, damals 13 Jahre alt, habe ich geguckt. Angela Merkel war in der Sauna. Ich saß als Student staunend in Bonn vorm Fernseher. Wo waren Sie? Tja, um ganz ehrlich zu sein, im Bett. also den Fall der Mauer habe ich tatsächlich verschlafen, aber ich habe tatsächlich als junger Mensch wahrgenommen, über diesen Sommer hinweg in den Nachrichten, dass das Land am Brodeln war. Man sah, dass ganz, ganz viele Leute das Land verließen. Man sah die Ströme von Leuten, die über Ungarn in den Westen gingen. Man sah die Bilder der Prager Botschaft und nach den großen Ferien war klar, in dem Land passierte was. Und in meiner Heimat in Thüringen gab es auch Demonstrationen, selbst in einer kleinen Stadt wie Bad Salzungen. Also dass das Land und die SED-Diktatur am Wanken war, das merkte man. Sie waren 14 in Sachsen-Anhalt. Interessiert man sich da schon für Politik? Haben Sie mitgekriegt, was um Sie so rum los war? Also ich würde sagen, ich habe angefangen, mich für Politik zu interessieren. Das war eine sehr spannende Zeit. Ich war an dem Abend auch zu Hause, habe das am Fernseher verfolgt. Aber natürlich ist auch richtig, das, was wir friedliche Revolution nennen, und Gott sei Dank war sie eine friedliche, hat natürlich deutlich vor dem 9. November begonnen. Es gab eine mehrmonatige Vorgeschichte und wir müssen heute noch dankbar sein, dass so viele sich entschieden haben, gegen die Gefahr, möglicherweise auch Repressionen ausgesetzt zu werden. Das ist etwas, woran wir heute erinnern müssen. Ja, vor allen Dingen dankbar sein, dass kein Schuss gefallen ist. Da spielen ja auch Herr Gorbatschow und andere Leute eine Rolle. Aber natürlich die Menschen in der DDR, sie waren es letztendlich, die mit ihrem Protest auf der Straße es erreicht haben, dass diese Mauer gefallen ist. Das soll jetzt auch gewürdigt werden in dem heutigen Antrag der Koalition. Ich frage mich aber ehrlich gesagt nur, es steht auch gleich am Anfang drin, die Vorgänge im Herbst, Sie haben völlig recht, es sind viel längere Zeiträume. Warum macht man das heute? Na gut, wir haben gerade dieser Tage auch 30 Jahre die sogenannte chinesische Lösung. Wenn wir uns an die Bilder erinnern, ist ja nicht nur dieser junge Mann im weißen Hemd mit den Einkaufstaschen vor dem Panzer, sondern eben auch die anderen Bilder, die vom Himmlischen Platz um die Welt gingen. Und wir hatten weltweit den Start des Aufbegehrens gegen die kommunistischen Herrschaften, eben nicht nur bei uns im Land, sondern überall. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, jetzt auch vor der Sommerpause das Signal zu setzen, dass wir die besondere Leistung, also eine Jahrhundertleistung der Ostdeutschen, in einer friedlichen Revolution sich selbst Freiheit und Demokratie erkämpft zu haben, jetzt auch nochmal besonders zu würdigen. Herr Höhner, als Sie sich dann entschieden haben, in die Politik zu gehen, 92 sind Sie Mitglied geworden bei der PDS. Das war ja die Nachfolgepartei der SED. Wie sehen Sie denn die Geschichte der SED, dieses Unrechtsregimes? Naja, also die PDS, als ich eingetreten bin, war ja mitten dabei, schon seit 2 Jahren sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Und man kann, glaube ich, sagen, es würde uns heute auch die Linke nicht geben, wenn es in den 90er Jahren nicht eine so klare und drastische Auseinandersetzung innerhalb der PDS über die SED-Vergangenheit gegeben hätte und den Bruch mit dem Stalinismus. Wenn wir heute über den Herbst 89 reden, und das ist eine große Schwäche dessen, was die Koalition heute auch wieder vorgelegt hat, fehlt natürlich ein wichtiger Aspekt, nämlich die Zeit nach 89. Die Ostdeutschen, wenn sie über den Herbst 89 heute reden, reden nicht nur über die Situation 89 und in der DDR davor, sondern sie reden vor allen Dingen auch darüber, was ist danach passiert. Und dieser Teil fehlt leider und macht das Bild unkomplett. Und das ist schade. Und deswegen haben wir auch so ein großes Kommunikationsproblem als Politik mit vielen Ostdeutschen, weil dieser Teil fehlt. Ich glaube, es ist ja auch Sinn des Antrages, zunächst mal auf die Opfer des SED-Regimes hinzuweisen. Da habe ich mal eine Verständnisfrage. Da sagt dieser Antrag, man will ein neues Denkmal schaffen. Das ist aber nicht die Einheitswippe, wenn ich das richtig verstanden habe.
es wird bekräftigt, dass das schon mehrfach unterstützte und beschlossene Denkmal tatsächlich auf den Weg gebracht wird. Aber zusätzlich soll noch ein Mahnmal an die Opfer der SED-Diktatur geschaffen werden. Haben Sie schon eine Ahnung, wie sowas aussehen könnte? Nein, das ist ganz am Anfang der Überlegungen. Was halten Sie von der Idee? Ich habe nichts dagegen, auch an die Opfer der SED-Diktatur zu erinnern, meinetwegen auch in einem Mahnmal. Die entscheidende Frage ist aber auch, was machen wir denn heute konkret politisch? Ich meine, wir haben jetzt gerade wieder Wahlen gehabt und wir diskutieren seit Tagen wieder. Wie ist eigentlich die Stimmungslage in Ostdeutschland? Wie reagieren wir politisch darauf? Und da ist eben der Punkt, was ich eben schon gesagt habe, allein die Erinnerung an Diktatur reicht nicht, um mit dem umzugehen, was Menschen heute erwarten. Und sie erwarten konkrete politische Entscheidungen, auch dieses Bundestages, für ihre Interessen. Sie wollen ja auch überlegen, ob man nicht die Opfer der Stasi durch einen Opferfonds entschädigen kann. Wie soll das konkret aussehen? Wir haben ja im Koalitionsvertrag der beiden Regierungsfraktionen schon vereinbart, dass man sich diesem Thema näher widmen muss. Und deswegen sind wir gerade dabei, auch über die Rehabilitationsgesetze die Situation zu verbessern. Dazu gab es im Mai einen Kabinettsbeschluss, der jetzt dem Bundestag zugeleitet wird und im Herbst tatsächlich dann im Deutschen Bundestag beraten und zu einer Abstimmung geführt werden soll. Der Stasi-Unterlagenbeauftragte soll laut diesen Anträgen eine neue Funktion hinzukriegen als sozusagen als Opfer. Anwalt hier beim Bundestag. Was halten Sie davon? Also ich glaube, dass es zum einen richtig ist, das ist ja auch Teil der Vorschläge, die wir im Moment diskutieren, dass die Stasi-Unterlagenbehörde die Akten überführt werden ins Bundesarchiv. Das ist etwas, was wir seit langer Zeit fordern. Das ist völlig richtig. Und ich glaube, es ist auch in Ordnung, wenn die Opfer der SED-Diktatur einen Ansprechpartner haben, eine Art Ombudsmann, wie immer man das nennen will, der für ihre Belange zur Verfügung steht. Das ist völlig in Ordnung. Sie sind der stellvertretende Vorsitzende der Kommission 30 Jahre friedliche Revolution. Herr Platzig ist da der Vorsitzende. Wie weit sind denn da die Vorbereitungen gediehen? Und es gab ja im Vorfeld auch Auseinandersetzungen, 22 Personen, da sind Schauspieler dabei, aber die Opposition zum Beispiel fühlt sich zurückgesetzt, sie ist da nicht dabei. Also die Kommission hat ja jetzt im Mai ihre Arbeit aufgenommen. Es gab gerade am letzten Wochenende über zwei Tage, Samstag und Sonntag, eine Klausurtagung, wo wir von früh bis abends zusammengesessen haben, auch sehr, sehr konstruktiv gemeinsam darüber reden, wie wir etwa auch die Zeit nach 1989 in den Blick nehmen, wie wir aber besonders auch die friedliche Revolution würdigen mit den Feiertagen. Und ich will an dieser Stelle ganz deutlich sagen, es ist eine Regierungskommission. Und es wäre geradezu untypisch und unnormal, wenn in einer Regierungskommission auch Vertreter der Opposition berücksichtigt würden. Was wir machen, ist die Kommission breit gesellschaftlich aufzustellen, etwa mit den von Ihnen angesprochenen Schauspielern, Wissenschaftlern und auch Vertretern der Zivilgesellschaft. Man könnte natürlich fragen, bei so einem epochalen Ereignis wie dem Mauerfall, der ja von Menschen, wo Sie gar nicht wissen, ob das Anhänger Ihrer Parteien war, durchgeführt wurde, ob man da nicht den Konsens etwas größer gestaltet und tatsächlich die Opposition eben in eine Kommission beruft, die nicht sich dann Regierungskommission schimpft. Denn ob Schauspieler unbedingt in einer Regierungskommission sein müssen, weiß ich dann auch nicht. Also warum haben Sie es nicht breiter aufgestellt? Also ich denke, die Kommission ist sehr breit aufgestellt. Aber ich glaube nicht, dass die Vertreter zum Beispiel der Opfer, der SED-Opfer groß begeistert wären, wenn wir die authentischen Handelnden der linken Vorgängerpartei SED, die mit in der Verantwortung waren, in dieser Kommission hätten. Das sind interessante Aspekte. Also wenn man mal Gregor Gysi anguckt oder Herrn Bartsch, die sind ja noch in die SED eingetreten. In der Tat ist das vielleicht sogar schwierig, sich vorzustellen, dass die mit drin sitzen. Aber Sie zum Beispiel, Herr Höhn, oder andere jüngere Leute, fühlen sich da ausgeschlossen? Ja, persönlich nicht. Also so eitel bin ich nicht. Aber natürlich ist ein Problem, dass die Opposition in Gänze draußen ist. Die Opposition besteht ja nun auch nicht nur aus der Partei Die Linke, sondern sie besteht aus mehr Fraktionen, Bündnis 90, die Grünen, FDP. Natürlich wäre es angebracht gewesen, Sie haben das eben zu Recht gefragt, in so einer Situation eben mal was Untypisches zu tun und das politisch breiter aufzustellen. Die politische Debatte ist komplex, dazu gehören auch Widersprüche. Und vielleicht wäre es ja auch eine fruchtbare Diskussion geworden, wenn ein Vertreter oder eine Vertreterin meiner Partei auch in einer solchen Debatte stattgefunden hätte als eine Stimme. Es wäre ja vielleicht keine dominierende Stimme in dieser Kommission gewesen, aber es hätte eine Debatte bereichert. Ja, warum denn nicht? In den Anträgen verwehren Sie sich auch dagegen, dass neuerdings der Schlachtruf "Wir sind das Volk" zum Beispiel von Pegida oder AfD eingesetzt wird.
Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir unsere eigene Geschichte auch positiv in den Blick nehmen. Und dazu gehört eben auch zum Beispiel ein positives Verhältnis zu unserer deutschen Fahne, die ja auch von anderen zurzeit gekapert wird. Dazu gehört auch dieser Ruf der DDR-Bürgerrechtsbewegung auf den Straßen 1989. Und wir sind das Volk, war tatsächlich von der DDR-Bürgerrechtsbewegung zunächst gerufen worden, bevor es Wir sind ein Volk wurde. Und ich glaube, das sollten wir nicht anderen überlassen. Ja, aber Demokratie ist natürlich so, Sie regieren in Brandenburg, in Sachsen, und Brandenburg ist die AfD vor den anderen Parteien eingekommen. Was ist da falsch gelaufen die letzten Jahre? Kleine Korrektur, wir regieren noch nicht in Sachsen, soweit sind wir noch. Nein, ich habe gesagt in Brandenburg. Also, wir haben ein Problem mit Akzeptanz demokratischer Politik im Osten insgesamt. Wir reden ja in letzter Zeit auch gar nicht mehr über die Hälfte, die gar nicht wählen geht. Auch die sind ja sozusagen ein Teil der Bevölkerung, den wir ansprechen müssen. Und wir haben ein Vollzugsproblem, ein politisches Vollzugsproblem im Osten. Die Leute erwarten, dass endlich etwas passiert und wir nicht nur seit 30 Jahren über Überleitungsprobleme reden, über Ungerechtigkeiten, die bis heute nicht gelöst sind. Da ist eine tiefe Enttäuschung und die trifft etablierte Politik insgesamt. Aber Herr Hirte, zum Beispiel die Unzufriedenheit in Sachsen, und die AfD ist da vor der CDU angekommen, die natürlich da regiert, ist schwer zu verstehen mit den Chiffren, die man in den letzten 20, 30 Jahren immer gehört hat. Wir sind hinten dran, die Arbeitsplätze sind weg etc. Wenn man sich mal Sachsen anguckt, dann läuft das gerade, was die Arbeitsplätze angeht, da sehr gut. Die Arbeitslosigkeit ist niedriger als in Nordrhein-Westfalen und dennoch geht die AfD dort als Sieger durchs Ziel. Was ist da los? Deswegen glaube ich, dass auch gerade dieses Narrativ, dass dort, wo schwierige wirtschaftliche Verhältnisse sind, die AfD gewählt wird, zu kurz greift. Wir haben die Situation, dass wir im Osten des Landes eine andere Geschichte haben, auch andere Einstellungen haben zur Politik. Und die Situation der letzten Jahre war bei zentralen politischen Themen, sei es Energie, sei es Migration, so, dass viele mit dem fremdeln, was scheinbar in der Bundesrepublik politischer Konsens scheint. Also ich will das nicht schönreden, die Parameter im Ostdeutschland sind immer noch schlecht. Das ist aber nicht das Thema dieses Interviews. Nochmal, aber auch an Sie die Frage. Die Linken hatten ja immer so dieses Image des Kümmerers. Sie waren vor Ort gut vertreten. Wenn ich mal in kleinen Orten in Brandenburg in den letzten Wochen rumgefahren bin, dann sah ich eigentlich nur Plakate von rechts außen, sage ich mal vorsichtig. Haben die etablierteren Parteien das Land schon aufgegeben, weil es da eben nicht so viel Stimmen angeblich zu holen gibt? Also zumindest für meine Partei kann ich sagen, also aufgegeben zumindest nicht freiwillig, aber natürlich haben auch wir eine strukturelle Schwäche, mit der wir umgehen müssen, um in der Fläche präsent zu sein. Wir haben ja insgesamt das Problem, dass Politik und Staat sich aus der Fläche zurückgezogen hat, von der Bushaltestelle bis zum Krankenhaus. Die Leute sind alleingelassen worden von regierender Politik. Und das müssen wir auch korrigieren. Und natürlich geht es nicht alleine um Wirtschaftszahlen. Es geht um die Anerkennung von Lebensleistung. Und wenn man DDR reduziert auf Diktatur und Zwang, dann fällt natürlich ein großer Teil des Lebens vieler Menschen weg, der jenseits von Diktatur und Zwang stattgefunden hat. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist die Schwäche der Koalition. Und deswegen kommen wir auch an die Stimmungslage der Menschen nicht ran. Das, was Sie gesagt haben, ist sicherlich richtig, gilt vor allen Dingen für die 70-Jährigen oder 60-Jährigen und aufwärts. Für Ihre Generation gilt das ja schon gar nicht mehr. Und es ist auch gut, wenn man seine Heimat definiert, aber ist der Osten irgendwie noch anders als der Westen? Es gibt Bereiche im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, denen geht es häufig viel schlechter als vielen Zentren oder Mittelzentren in Ostdeutschland. Ja, selbstverständlich. Die Lage im Osten des Landes ist in weiten Teilen immer noch deutlich anders. Wir haben andere Vermögenswerte in den letzten Jahrzehnten geschaffen. Wir haben andere Situationen, was die ökonomischen Daten angeht. Wir haben kaum ganz große Unternehmen, wir sind ländlich strukturiert, sehr viel kleinteiliger, und ja, wir sind schon noch anders aufgestellt. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Vielen Dank, meine Herren, dass Sie da waren, denn ich muss reingeben, es geht drin los im Deutschen Bundestag, 30 Jahre friedliche Revolution. Vielen Dank.